Hallo und guten Abend noch einmal. Wie versprochen, einen zweiten Teil heute Abend. Und zwar ganz einfach. Bei vielen Menschen ist das einfachste Argument gegen Inklusion und Barrierefreiheit die angeblich so viel höheren Kosten. Es gab lange Zeit den Spruch, barrierefrei bauen kostet im Schnitt 30% mehr, wie nicht barrierefrei zu bauen. Dazu kann ich nur sagen, und Raoul Krauthausen hat es vor ein paar Tagen auch auf Twitter geschrieben, es gibt keine Barrierefreiheit, die einem Mensch ohne Handicap, ohne Behinderung geschadet hätte. Und das ist auch, was ich jahrelang immer sage, ein Umbau für einen Rollstuhl hilft nicht nur dem Rollstuhlfahrer, sondern auch dem Kinderwagen oder teilweise dem Radfahrer. Also auf jeden Fall einer bedeutend größeren Gruppe, wie nur den Menschen mit Behinderung. Und dann, wenn man die Kosten genau betrachtet, es mag sein, dass es Geld kostet. Aber betrachten wir doch mal, wo Geld verloren geht. Wenn wir Prestigebauten uns betrachten, wie so manche ICE-Strecke im Laufe der letzten Jahre, aber ganz besonders den Berliner Flughafen und Stuttgart 21. Wenn man alleine diese beiden Großprojekte betrachtet, was da an Summen verloren geht, die man besser in Inklusion und Barrierefreiheit und gute Pflege investiert hätte, dann könnte man so manches Projekt locker bezahlen. Und dazu kommt noch, man betrachtet sich das jährlich erscheinende Schwarzbuch des Bundes der Steuerzahler. Da sind im Lauf der letzten Jahre im Schnitt jährlich 30 Milliarden Euro enthalten an Projekten, die nicht sinnvoll Geld verschlungen haben. Wenn man diese 30 Milliarden in Inklusion und Barrierefreiheit steckt, dann ist Inklusion und Barrierefreiheit A, nicht zu teuer und entscheidend auch auf jeden Fall finanzierbar und lösbar. Und dafür möchte ich streiten und ich hoffe, ihr helft mir dabei. Also bis zum nächsten Mal und nicht vergessen, wir sehen uns. Ich wünsche euch jetzt einen schönen Abend.